Auch für gekrümmte Träger lässt sich der Satz von Castigliano entsprechend anwenden. Hier der Träger laut Skizze, an dessen Ende eine Kraft F angreift und für genau diesen Endpunkt die Verschiebung des Trägers zu berechnen ist. Wir behandeln alles gleich, wie wir es schon kennengelernt haben. Das Einzige, was sich ändert, ist, dass der Satz von Castigliano sich geringfügig ändert, weil die Verschiebung nach Castigliano an der Stelle muss jetzt irgendwie ein Integral über die Winkelvariable werden, logischerweise, wenn man nach dem Winkel die ganzen Schnittgrößen aufstellt. Das heißt, das ist ein, was man sich vorstellen kann, einmal über den Kreisbogen, über das Segment gerechnet, ein Integral von 0 bis zu der Stelle S, wobei das S eben die Bogenlänge bezeichnet. Übersetzt aus dem linearen x wird einfach aus dem, ich meine, im Prinzip muss man da zwar noch m von s schreiben, aber das erspare ich mir gleich, ein Integral über s, und das ds wissen wir ja, wie man das ersetzt, oder? Radius und differenzieller Winkel, klar. Und dann kann man über den Winkel integrieren. Das ist aber das Einzige, was sich ändert. Aber, kurzer Hinweis, und um Sie vielleicht ein bisschen wach zu rütteln aus dem, was man normalerweise macht, wenn man sich anschaut, was da, also sich wirklich überlegt, was da passiert mit dem Draht, wenn das ein Draht ist und das ist, links ist er eingespannt und Sie hängen da was dran oder Sie ziehen an, was wird denn in der Realität passieren mit dem Angriffspunkt? Ja, auf jeden Fall nicht nur vertikal, sondern auch horizontal irgendwie. Ja? Also allgemein in der Ebene wird er sich verschieben. Das heißt entsprechend, und dann sind wir schon wieder beim Superponieren, das heißt entsprechend, man muss schon eine Hilfskraft einführen, obwohl bereits eine Kraft wirkt, weil die Kraft, die bereits wirkt, nur in die eine Richtung wirkt. Wir dürfen vertikal alles rechnen, so wie es da eingezeichnet ist, aber wenn man die horizontale Verschiebung bestimmen möchte, muss man horizontale Hilfskraft einführen, sonst kann man es nicht ausrechnen. Weil der Satz von Castigliano sagt ja, die Verschiebung wird berechnet entlang der Wirkungslinie der Kraft, in die Kraftrichtung. Das liefert in dem Fall nie eine horizontale Verschiebung. Das muss man extra machen. Also vertikal, Schnittgrößen abgekürzt, für die vertikale Verschiebung ist also hier nach dem Winkel Phi herausgeschnitten Kraft F. Dann haben wir da positives Schnittufer. M von Phi, nennen Sie jetzt M von Phi und nicht M von Phi 1 oder irgend sowas, obwohl horizontal und vertikal getrennt ist, aber es ist das gleiche Phi. Wir schauen uns bei irgendeinem Phi an. Querkraft wird nach außen zeigen, Normalkraft auch weg von der Schnittebene. Was wichtig ist, und dafür Zoom ist vielleicht ein bisschen, man muss sich natürlich wieder dieses Stückchen da überlegen. Also wie der Normalabstand von F in Bezug zum Schnittpunkt ausschaut. Dieses Stückchen heißt bei mir Zeta von Phi. Was wir wissen ist, dass hier, ja, es ist jetzt wieder trotzdem klar, R Cosinus Phi sein muss. Das da oben ist natürlich R. Dann ist das Zeta von Phi R minus R Cosinus Phi, also R mal 1 minus Cosinus Phi. Genau. Das muss man, aber das braucht man immer beim Kreisbogen. Das muss man natürlich entsprechend berücksichtigen. Ansonsten kann man ganz normal das M von Phi ausdrücken als F mal Zeta von Phi, also F mal
R mal 1 minus Cosinus Phi, abgeleitet nach F. Ist R mal 1 minus Cosinus Phi. Na? Damit ist die vertikale Verschiebung zufolge F, deswegen FV in vertikaler Richtung, wieder 1 durch Biegesteifigkeit, Integral, die Grenzen lasse ich wieder offen, F mal R mal 1 minus Cosinus Phi zum Quadrat, R ebenfalls zum Quadrat, weil wir es von der Ableitung noch einmal haben. Und das wäre jetzt ds, wenn wir ds gleich einsetzen als R d Phi, dann haben wir noch ein drittes R, das ich da hinten hinschreibe, d Phi. Also im Endeffekt R der dritten und die Klammer Quadrat d Phi. Alles rausziehen, was konstant ist gegenüber Integration, also fr der dritten durch ej und integrieren von 0 bis pi. Und da mache ich gleich das Quadrat, das quadriere gleich aus, das 1 minus Cosinus phi, das liefert dann offensichtlich einmal einen Beitrag, der etwas komplizierter ist zu integrieren, nämlich das Cosinus Quadrat phi. Von 0 bis Pi. Aus Zeitgründen jetzt nicht noch einmal die Nebenbemerkung, wie man das Cosinus Quadrat integriert. Partiell einfach, sei angemerkt. Oder eben durch Ersetzen mit Winkeladditionstheoremen kann man auch machen. Das Cosinus Quadrat Phi d Phi ist einfach 1/2 Phi plus Sinus Phi, Cosinus Phi, plus C eigentlich, wenn wir die Grenzen weglassen. Das brauchen wir jetzt da natürlich nicht. Da setzen wir gleich die Grenzen ein dann. Nur so als Nebenbemerkung ist das gleiche wie der Sinus Quadrat Phi vom Prinzip her. Halt das Komplementäre. Und dann kommt für diese Verschiebung da, Cosinus kann man leicht integrieren, das wird einfach ein Sinus. Und zusammengefasst mit 0 bis Pi als Grenzen bleibt natürlich der Vorfaktor stehen und ein sehr schöner Wert 3/2 Pi als Verschiebung vertikal. Erste Sache. Einfach stur integrieren. Horizontal. Was muss man ändern? Wir haben im Prinzip wieder genau das gleiche Bild, nur jetzt führen wir da eine Hilfskraft ein. Sie haben gesagt, das wird sie nach links verschieben, dem schließe ich mich an. Deswegen führe ich die Hilfskraft nach links ein, damit eine positive Verschiebung rauskommt entsprechend. Natürlich können Sie die Hilfskraft in irgendeiner Richtung einzeichnen, weil es kommt dann durchaus die negative Verschiebung raus. Das ist wiederum wurscht. Also man muss nicht a priori wissen, wohin sie es bewegt. Und ansonsten ganz gleich m von phi und dann ändert sich alles andere bitte von oben entnehmen und dann ändert sich am m von phi nur, dass es halt zusätzlich ein fh gibt, nämlich f mal dieses obige zeta von phi bleibt gleich plus fh und fh hat den Normalabstand r sinus phi. Die Komponente da, wenn das Phi ist, das heißt eingesetzt FR1 minus Cosinus Phi plus FH mal R Sinus Phi, abgeleitet nach FH in dem Fall jetzt, R Sinus Phi. Ja. Und dann natürlich FH 0 gesetzt.
So. Und die beiden brauchen wir fürs Integral. Und das Integral läuft wieder von 0 bis Pi logischerweise. Da braucht man dann ein Sinus Phi, Cosinus Phi Integral, das aber auch mit partieller Integration geht, genau nach dem gleichen Schema. Und die Verschiebung wird dann 2 mal f mal r der dritten durch Biegesteifigkeit in horizontale Richtung. Und dann können Sie natürlich die beiden kombinieren miteinander. Entweder schreiben Sie es in einen Verschiebungsvektor rein oder Sie wollen den Betrag wissen, dann rechnen Sie ihn halt mit Pythagoras aus.